diesen steilen Abhang wird der liebe Shreddy Nation gleich runtersenden. Ich versuche ein paar geile Bilder von ihm zu machen. Oh Gott. Hallo. So Leute, der Phineas ist auch gerade gekommen. Wir machen hier gerade so ein bisschen Bilder und Aufnahmen. Send it. Oh mein Gott. Fährst vor, wa? Nein, du fährst vor. Du kannst das so schön. Ich wurde gerade fast von einem Hund angegriffen. Der ist so richtig in Kampfstellung gegangen. Oh, so Leute, wir machen jetzt eine Challenge, wer am längsten aus dieser Bowl rausmanövrieren kann. Let's go. Oh, der war so... wir wissen doch eh schon, wer gewinnt. Finde ich uns. Ja, nicht schlecht. Das ist voll kacke. Ja, Mann. Ja, noch besser ist ja dieser Kasimir, der ohne Vorderrad auf dem Lenker sitzt und Wheelie macht. Yeah. Wenn du das hier siehst, Kasimir, Grüße gehen raus. Ich muss noch irgendwie sagen, willkommen zu einem neuen Video. Ich fand das cool, als ihr gefühlt nicht gememt habt im Bikepark mit diesen Übermotivierten. War das eine Hommage an mich oder was? Allgemein an YouTuber so. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und mit dabei ist Nohan, der Typ. Was ist mit Shredlation los? Der ist sehr motiviert heute, glaube ich. Ja, Leute, heute ist der Nohan und der... Nein, Nico. Ich nenne dich Nico. Und Phineas ist auch wieder mit dabei. Und heute machen wir so ein bisschen eine Urban Street Tour. Urban Freeride Session. Ja, heute machen wir so ein bisschen Urban Freeride wieder mal. Ich glaube, das gefällt den meisten eigentlich am besten, wenn man so in der Stadt ein bisschen mit dem Mountainbike was macht, glaube ich. Mal, dass das so ist. Ich habe so letztens in meine YouTube Analytics geguckt, habe gesehen, welche Videos haben die meiste Zuschauerbindung und es sind halt die Videos, die wir in der Stadt machen irgendwie. Also Bikepark juckt irgendwie keinen, wenn ich da irgendwelche Trails fahre. Tja, da müsst ihr euch jetzt angucken, wie ich hier, weiß ich nicht, wieder was mache. Irgendwelche langweiligen Treppen fahren oder so. Ich meine, wenn es riesen Treppen sind, die man gappt, ist schon geil, aber ist auch sketchy wie Sau eigentlich. Oh, oh mein Gott, Alter, diese Funken. Ich hab beide so gecased. Ja, übrigens kommt der Lukas Knopf heute nach Berlin. Und zwar ist heute das Pump and Jump Event in den Gropius Passagen. Und da fahren wir auch nachher noch hin. Safe, wenn ich weg bin, habt ihr irgendeine Road Rage? Mit Phineas immer. Wheelie? Mach mal. Wow. Episch, episch, episch. Also die epische Followcam gerade, die musst du in dein Video einbauen. Okay. Yay, wie toll ich Wheelies machen kann. Ui. Warte, die schaffe ich auch noch ohne Absätze. Oh, jawohl, geht einfach mal rüber, so ohne zu gucken, dass vorher Fahrräder kommen. Das hatte ich auch letztens. Da geht eine Omi einfach so über den Fahrradweg. Da war keine Ampel und nichts. Und dann wollte sie in ein Taxi einsteigen und sie guckt halt nicht mal, ob irgendwie ein Fahrrad kommt. Es hat auch noch geregnet. Und dann hätte ich die fast umgefahren und wäre dabei fast hingefallen, also weil mein Vorderrad weggerutscht ist. So, dass halt irgendwo was. Ja, so aus Spaß. Okay, nice. Früh schon, ja? Ja, ja. Sehr gut. Schrentner, oder? So nennt man dich, Schrentner? Zu sehen, wie sportlich ich bin. Ja, mach mal Sportlichkeit. Tschüss. In die Rennen. Mein Gang ist scheiße. Oh, Polizei. Oh nein, ups, ups. Der hat mich so grinsend angeguckt. Der weiß gerade, was ich fühle. Gebäude, die Tür auf. Was denn? Das Gebäude. Ja, schönes Gebäude, ne? Das ist der Bundestag. Ja, weiß ich schon nicht. Hä, du weißt nicht, dass das der Bundestag ist. Das hätte ich aufnehmen müssen. Mensch!
Sorry. Du bist ja leiser hier. Ich halte aber nicht Schnauze, lass die Leute. Das ist doch wahr. War doch gar nicht so laut. Ihr Mann meinte auch so, jetzt lass doch mal die Leute. Jawohl, Einkaufszentrum und Fahrrad. Wir fallen bestimmt eh nicht auf. Hallo. 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 Oh, ein Pumper-Truck. Wollen wir mal dort fahren? Ja. Wir haben uns jetzt hier jeweils einen The Bruce ausgeliehen. Fahren gleich mal den Pump-Track. Ich probiere hiermit gerade mal so ein paar Manual zu machen. Ja. Ist ganz anders als mit dem Enduro. Boah, ja. So anders, ey. Ja, was anderes mal. Also ein richtiger großer Pumptrack wäre geil dafür, so zum Üben. So wie ein Mellow Park. Jetzt werden wir heute nicht doublen können, glaube ich. Okay. Ey, da wird mir schwindelig. Ich suche mal die Schaltung. Hallo. Kannst du Crank das? Nee. Aber ich kann schon mal das. Guck dir mal an, wie scharf meine Pedale sind, ja? Wenn ich mir die reinratsche. Wie geht denn das? Also erstmal hochspringen. Das. Ey, nee. 3, 2, 1, Shred Nation! Shred Nation! Also einen kann ich leider noch nicht. Habt ihr Bock, das hier mal zu sehen hier? Ja! Welcher ist denn das? Neuner. Wie ging das gestern noch? Da ist Wasser drin, oder? Kamera kaputt. Da ist Kaffee drin. Hey, wie geht das? Ich habe Kaffee im Auto gestochen und das ist scheinbar Kaffee rein. No. Oh nein. Ich habe meine GoPro mit Kaffee gesprengt. Ich habe die offen gehabt zum Laden. Ich habe im Auto Kaffee getrunken und scheinbar hat er übergelaufen. Ich habe es aber nicht gesehen. Jetzt wollte ich gerade filmen und mache so Kaffee auf und da ist einfach ein bisschen GoPro drin. Jetzt scheinbar die GoPro im Arsch. Perfekt. So Leute, wir machen jetzt eine kleine Street-Tour hier mit Lukas Knopf und Michi Rickeberg. Wer noch? Ich kenne euch alle noch nicht. Wir machen jetzt Wheelie-Contest! Ja! Wheelies dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aber ich kenne mich überhaupt nicht aus in dieser Gegend. Ich habe keine Ahnung, wo hier tolle Spots sind. Ich kenne ja geile Spots, aber die sind dann auch so eine Stunde weg. Jo. Oh. Oh, du auch, Alter. Oh, du oh zweimal. Was? Uf, oh. Oh nein. Ui, das sieht aber lustig aus. Yeah, boy. Yeah. Ui, yo. Lukas Hinterrad hat sich berührt, Alter. Ja. Brauch einen Titel. Eine Gereige hin, Lukas Knopf. Lukas Knopf schüttet Kaffee in seine GoPro. Boah, oh, ja. Die ging ja auf. Oh, ich bin Shred Nation. So Leute, wir gehen jetzt nochmal zu einem Trailspot, zu einem Homespot hier in der Nähe mit der ganzen Truppe. Er kann das so richtig gut, dieses ich kann es nicht.
am Rücken schleifen. Eigentlich sollten die Eventbetreiber mega happy sein, denn Philipp und ich beschäftigen die ganzen Mountainbiker, auch wenn das Event ausfällt quasi, dass sie dann nicht irgendwie sauer nach Hause gehen. Und generell, wir machen quasi Promo, ohne dafür eine Gage zu bekommen. Sind wir nett, zeig ehrlich? Ja. Ich bin nicht Red Nation, wieso schon? Oh Gott, nein, oh, ich falle. Oh, ich trau mich nicht. Oh, oh. So ist es spannender. Jetzt geht sie wahrscheinlich, oder? Ja, hoffentlich. Sonst hätte ich schon gepiept, so wie der. Dieser hässliche Ton, den man nicht hören will. So, vielleicht geht meine Cam jetzt. Wir fahren jetzt hier mal die Treppen runter. Let's go, soll ich vor? Ja. Alter, geil. Oh, oh, ist rutschig. Oh, hoffentlich kommt keiner entgegen. Wenn ja, habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Ja, vielleicht kann man hier noch mal abziehen. Wir sind zu weit auseinander, die Treppen. Oh, Digga, ist das rutschig. Ja, ist voll rutschig. Ja. Lass uns bitte sein. Okay. Schnell weg.